Das große Thema ist immer das Thema Entgeltumwandlung und das ist für mich auch der ganz große Aufhänger. Und wenn ich sage, ich stelle es mal da wirklich als pauschalotierte Unterstützungskasse, als Alternative zu einer Versicherungslösung, dann muss ich sagen, im Prinzip, wenn ein Mitarbeiter was umwandelt und ich mache dem Arbeitgeber eine Zusage, passiert dann nichts anderes, ganz vereinfacht ausgedrückt, ich habe im Ergebnis ein Darlehen vom Mitarbeiter. Das muss ich auch irgendwann zurückzahlen, das muss ich auch irgendwo verzinsen. Und wenn ich das wieder mit einem Darlehen vergleiche, dann komme ich relativ schnell zu dem Punkt, wo ich sagen muss, das Darlehen ist nicht bloß ein Darlehen, sondern ein sehr langfristiges Darlehen. Weil das ein Darlehen ist mit der Laufzeit 25, 30, 35 Jahre bei Rentenvarianten, die wir immer bevorzugen und eigentlich vor Kapitalabfindungslösungen präferieren. Die Kapitalabfindungslösung natürlich als Option obendrauf, aber die Rente, dann ist die Laufzeit noch länger. Es ist nicht bloß ein langfristiges Darlehen, es ist darüber hinaus auch ein extrem günstiges Darlehen. Das günstige Darlehen hat einen Zins vielleicht von 2,25%. Schlägt damit jede Versicherung um Weiten. Auf der anderen Seite, 2,25% ist wesentlich billiger als jedes Bankdarlehen. Und ich habe einen Gläubiger ganz anderer Natur und Qualität. Und ist nicht bloß besonders langfristig, ist nicht bloß besonders zinsgünstig. Den Zins kann ich übrigens auch im Laufe der Zeit erhöhen. Ich kann sagen, alle 5 Jahre steigt der Zins um 0,25%. Für die Mitarbeiter, die noch da sind. Und belohnt damit die Betriebstreue und macht wieder einen Mitarbeiterbindungseffekt obendrauf. Und es ist ein extrem sicherheitenfreies Darlehen. Ich brauche keine Sicherheiten. Meine Leistungsfähigkeit als Unternehmen reicht, um das Darlehen zu gewähren. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil und damit natürlich eine Möglichkeit, der Weg zu Krediten ohne Banken und Basel II und III. Und ich plädiere nicht nur für die reine Ansammlung von Liquidität, für die reine Darlehenstilgung. Auch wenn Anlage erfolgt, der große Unterschied zur Versicherung ist, das Geld ist jederzeit disponibel. An das Geld kann ich jederzeit wieder ran. Wir sagen sogar, Anlage sollte sein, Anlage muss sein, am langen Ende brauche ich das Geld. Aber an das Geld komme ich früher ran. Je nachdem, welche Produkte ich wähle, haben die vielleicht eine Laufzeit von 5, 6, 7 Jahren. Aber die haben nicht eine Laufzeit von Unendlichkeit. Die sind vielleicht auch beleihbar. Versicherung ist weder beleihbar noch sonstiges. Und von daher ist es natürlich ein Vorteil wirklich für Unternehmer. Er hat Mitarbeiterbindung, er hat Liquidität, er hat eine Liquiditätsreserve. Er hat einen Arbeitsplatz gesichert, weil der Arbeitsplatz nämlich gestärkt und gefördert ist. Und wir haben ein betriebswirtschaftliches Gestaltungsinstrument. Ja, und einfach ganz erklärt, das ist eine meiner Lieblingsfolien, weil es anscheinend darstellt den Unterschied, wenn ich sage, ich bin der Arbeitgeber, zahle hier für meinen Mitarbeiter 100 Euro in der Versicherung rein, bekommt der Arbeitnehmer irgendwann 200 Euro Rente. Jetzt ganz fiktive Berechnung, nur symbolisch, 200 Euro, abhängig natürlich vom Alter und so weiter, bekommt 200 Euro, der Arbeitgeber bekommt nichts zurück. Er kann weder etwas beleihen, noch kann er etwas in anderer Form liquidieren, was bei der Versicherung ist. Das ist endgültig und unwiederbringlich, unbeleihbar bei der Versicherung. Wenn ich hier mir die pauschalodierte Unterstützungskasse, firmeneigene Unternehmenskasse, firmeneigene Bank, arbeitnehmerfinanzierte Bank, wie man es auch immer nennen, mag sie nur Arbeitstitel, wenn hier der Arbeitgeber einzahlt 100 Euro, dann kommt auf der anderen Seite schon mal 400 Euro raus, auch nur jetzt. Symbolisch jedenfalls, es kommt mehr raus. Warum kommt mehr raus? Schlicht und ergreifend, weil ich nicht nur eine unbekannte Größe X, irgendwo 80% verzinse, mit einem tendenziell niedrigeren Zins, sondern ich verzinse 100%, mit einem tendenziell höheren Zins und ich mache auch Rentenfaktoren, die näher an der Wirklichkeit sind. Wir haben vor kurzem am Tisch gehabt eine Rentenzusage von einem Versicherer mit einem Rentenfaktor 28. Was heißt Rentenfaktor 28? Ich teile mein Kapital durch 28, dann habe ich die Jahresrente. Aber was heißt das jetzt mal ein bisschen einfach übersetzt? Einfach übersetzt heißt es, wenn die Versicherung 3,5% Rendite ungefähr schaffen würde, kann der Mitarbeiter 500 Jahre alt werden, die Rente kann immer bezahlt werden und am Schluss ist das Kapital noch da. Sehr viele Rentenfaktoren haben 24, da muss ich halt ungefähr 4% Rendite erwirtschaften. Aber das heißt es mal, wenn man es das mal einfach auf der Zunge zergehen lässt. Und die Faktoren sind nicht gestaltbar.
ich kann mich als Arbeitgeber meinen Rentenfaktor natürlich hier auch festlegen. Ich kann auch meine Verzinsung festlegen. Das heißt, ob das jetzt 400 sind oder 350 oder 300, bestimme ich als Arbeitgeber schlichtweg selbst und muss das halt betriebswirtschaftlich optimieren. Eins kann ich immer sein, deutlich besser für als die Versicherungslösung, und zwar für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber. Ja, das wäre mal ganz kurz zu den Rahmenbedingungen zum wirtschaftlichen Umfeld.